Na, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal und heute geht es um einen Film, der in meinen Top 50 ganz, ganz weit oben ist. Ein Action-Spektakel, vielleicht sogar der beste Actionfilm seit langem und damit meine ich Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road. Als der Trailer vor circa 3 Jahren rauskam oder 3,5 Jahren, da war eigentlich die Action Fans, waren die Action-Fans wirklich gespannt darauf, was erwartet uns hier und was wird uns hier erwarten, denn es war ja der vierte Teil. Mad Max Fury Road ist der vierte Teil der Mad Max-Reihe, die ersten drei mit Mel Gibson. Sind ja mittlerweile schon Endzeit-Klassiker, kann man sagen, und plötzlich taucht George Miller auf und sagt: Ich mache jetzt einen neuen Mad Max. Und zwar mit einem Cast, der namenswert und sehr nennenswert ist, nämlich Tom Hardy und Charlize Theron in den Hauptrollen. Man sieht es vielleicht hier, einfach gewaltig und wirklich tolle Schauspieler. Und als ich den Film dann in den Kinos gesehen habe, ja, dann war ich schon mal wirklich baff. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst am Ende des Films, als ich aus dem Kino rausging, was habe ich da jetzt eigentlich gesehen. Da war ich wirklich ein bisschen perplex und habe das mal ein bisschen verarbeiten müssen. Und das muss man auch, wenn man jetzt dann nicht unbedingt regelmäßig solche Actionfilme sich ansieht. Und das ist wirklich ein Actionfilm vom Anfang bis zum Schluss. Man kann eigentlich sagen, dass es so einen Actionfilm wirklich sehr, sehr lange schon nicht mehr gegeben hat. Für mich ist das, glaube ich, und ich bin nicht in dem Action-Genre jetzt das so extrem bewandert wie zum Beispiel im Horror-Genre, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist ein Film, da wird jetzt, wenn ich ganz kurz nachdenke, 80% lang auf die Tube gedrückt. Da geht die Luzi ab, meine lieben Freunde. Das muss ich euch jetzt mal einfach so sagen. Es ist ein Spektakel sondergleichen. Aber was ist eigentlich jetzt im Grunde die Geschichte? Ich habe euch jetzt ja vorher schon erzählt, die Geschichte ist ziemlich dünn. Es wird hier rein auf die Technik gesetzt, auf die pure Action. Und die Action kann sich sehen lassen. Wenn man so die Action beiseite lässt und rein nur die Story hernimmt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann man das in 2 bis 3 Sätzen eigentlich wiedergeben, um was es in den Film eigentlich geht. Ganz kurz gesagt, Mad Max wird von den War Boys, die sieht man hier, diese komischen, glatzerten Menschen, die was weiß angemalt sind, die hat man jetzt hier, glaube ich, vorher gesehen. Von denen wird Mad Max gefangen genommen und versucht dann irgendwie zu flüchten. Auf der anderen Seite ist dann Furiosa, gespielt von Charlize Theron, die ebenfalls mit ihren Frauen, ich glaube, die nennen die Brüte, ganz eigenartige Namen haben diese Frauen in diesem Film, und die versuchen ebenfalls zu flüchten und plötzlich treffen Furiosa bzw. Charlize Theron und Mad Max bzw. Tom Hardy aufeinander und gemeinsam sind sie auf der Flucht vor den War Boys, denn die sind ja ihnen ziemlich dicht auf den Fersen und ein Leben bzw. ein Abenteuer auf Leben und Tod beginnt. Abenteuer ist gut gesagt. Das ist wirklich schon eine grenzwertige Lebenssituation. Ich würde nicht in deren Haut stecken wollen, ganz ehrlich gesagt. Doch was, wenn der Film nicht auf die Story setzt, setzt er dann? Ganz einfach gesagt auf die visuellen Effekte, auf die handgemachte Action und auf seine Kurzweiligkeit. Das sind eigentlich die Punkte, die den Film eigentlich ausmachen, um zu sagen, der Film ist einfach großartig. Und da brauche ich gar nicht zu sagen, ja, die Darsteller, Charlize Theron und Tom Hardy, sind ja großartig. Das wissen wir doch alle. Aber was es wirklich bei Mad Max geht, ist eigentlich nur die Action, die pure Action, die visuellen Effekte. Es sieht alles ziemlich handgemacht aus. Und wenn CGI mal vorkommt, dann weiß man nicht so genau, kommt das jetzt oder ist das jetzt wirklich CGI oder ist das doch eher handgemacht? Das findet man sehr, sehr schwer heraus. Dazu wäre doch empfehlenswert, wenn ihr euch den Film dann holt, das Making-of, ziemlich interessant und ziemlich spektakulär, möchte ich euch nur ans Herz legen. Aber seht euch zuerst mal den Film an, wenn euch der Trailer zusagt, denn der ist wirklich eine Wucht. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen stört und ich habe mir nicht wirklich beeinflussen lassen von den Meinungen zuvor auf YouTube oder auf diversen Kinozeitschriften oder wie auch immer, dass gewisse sich wirklich den Film deshalb nicht perfekt oder gut finden, weil eben die Story ein bisschen schwach ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da falle ich definitiv aus dem Rahmen, denn ich bin kein Filmwissenschaftler, ich habe das Ganze nicht studiert oder war selber mal an einem Film beteiligt oder sonst irgendetwas. Nein. Ich bin einfach einer, der gerne Filme sieht, und das habt ihr sicher bei den anderen Reviews auch schon gemerkt. Ich rede nicht viel um den heißen Brei herum.
sage jetzt, diese Kameraeinstellung ist jetzt so cool und so. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass IMDb spricht ja von 8,1, 8,2 von 10 möglichen Punkten. Eine ziemlich positive Bewertung, muss ich ganz ehrlich sagen, für einen Film, der ziemlich wenig Story hat. Und das ist auch der Grund, warum ich diverse YouTuber, die eine Review von Mad Max Fury Road gemacht haben, absolut überhaupt nicht verstehe. Die sagen, ja, es ist ein Action-Spektakel, ein Action-Meisterwerk, aber ich muss ein paar Abzüge machen, denn der Film ist mit seiner Story ziemlich dünn und der Plot ist ziemlich dünn, deshalb muss ich Abzüge geben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir nichts anderes erwartet. Ich wollte einfach hier einen Action-Film sehen, einen Action-Film, der mich praktisch umhaut, und das hat er gemacht, und somit finde ich, ist das kein Manko, denn das Wichtigste ist ja, der Film soll unterhalten, der Film soll nicht langweilig sein und der soll seinem Genre entsprechen, liebe Freunde. Und darum kommen wir gleich zur Wertung, denn für mich ist das eindeutig definitiv einer der ganz, ganz obrigen Top 50 Filme von mir. Ob jetzt eine Fortsetzung noch kommt, das steht in den Sternen. Derzeit ist alles auf Eis gelegt, finde ich ehrlich gesagt schade. Jetzt könnten sie sich langsam wieder mal in die Gänge bewegen oder in die Gänge gehen, wie es so schön heißt. Tom Hardy und Charlize Theron haben ja in den letzten Zeiten, in den letzten Monaten immer wieder gesagt, sie wären dabei, sie möchten wieder in die Gänge kommen, indem sie sagen, ja, ein zweiter Mad Max, wir sind dabei. Schön zu hören, das ist wirklich sehr lobenswert und sehr positiv und ist schon mal ein guter Start, aber mit den Drehbüchern hapert's und mit dem Regisseur und was weiß ich. Aber lassen wir uns einfach überraschen und hoffen das Beste auf einen zweiten Teil von Mad Max. Zum Abschluss möchte ich noch zwei Punkte erwähnen, nämlich die Lauflänge und die Altersfreigabe. Die Altersfreigabe ist in dem Fall gerechtfertigt. Wir haben in FSK 16 und die Action und diverse blutige und brutale und sehr skurrile Szenen, die einem Kopf hängen bleiben, die haben definitiv ein FSK 16 verdient. Und wenn man so Blut und Wund und so weiter sieht, das sieht ziemlich geil aus und im Endeffekt, ich habe nichts an dem Film auszusetzen. Und selbst die Lauflänge ist ein Wahnsinn. Wir haben hier eine Lauflänge von 120 Minuten. Das kann öfter mal ein bisschen auf die Langeweile schlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man sagt, ja, so 10, 15 Minuten. Nein, absolut nicht. Mad Max Fury Road ist 2 Stunden geballter Action. Wobei ich aber jetzt eine Bemerkung noch machen muss. Es ist nicht 120 Minuten pure Action. Es ist zu 80% ein Adrenalinschub von Action, das man, wie gesagt, schon lange nicht mehr gesehen hat. Aber es gibt immer so zwischen so ein paar kleine Passagen, wo es ruhiger hergeht, wo kurz einmal ein Dialog stattfindet und dann wieder volle Wucht losgeht. Ja, das ist immer so, man holt den Zuschauer, ich glaube, das war eigentlich der Sinn dahinter, dass man nicht 120 Minuten volle Schiene mit 180 fährt, sondern dass man zwei, drei Mal in diesen 2 Stunden kurz mal ein bisschen auf die Bremse drückt. Ja, und das macht der Film gekonnt und finde ich einfach großartig. Ja, kommen wir jetzt mal zur Wertung. Ihr seht hier jetzt meine Punkte- bzw. Knödelbewertung. Ich gebe immer Knödel und im Klammer seht ihr die Punktebewertung. Ich glaube, ich brauche nicht einfach viel dazu sagen. Was finde ich großartig? Einfach alles von der Kamera her, von der Lauflänge her, von den Darstellern her, von den Effekten her, von der Action generell her. Es ist einfach rundum ein gelungenes Action-Spektakel und einer der besten Actionfilme, die ich jemals gesehen habe. Mad Max Fury Road, eine absolute Empfehlung, nicht nur für die Männerwelt, sondern da können sich auch vielleicht Frauen den einen oder anderen Gusto holen, wenn sie sich sagen, ja, mir gefällt eigentlich der Trailer, seht ihn euch an. Es ist für jedermann, man muss mit ein bisschen Brutalität rechnen, mit ein paar Szenen, die in einem vielleicht immer im Kopf bleiben oder nicht so schnell aus dem Kopf rausgehen. Ich habe den Film jetzt mittlerweile schon 5-mal gesehen, inklusive meinen Kinobesuch, und war immer wieder überwältigt und begeistert. Und deshalb bekommt Mad Max Fury Road von mir verdiente 5 von 5 Knödel, sprich 10 von 10 Punkten, und ist ein Action-Meisterwerk seines Faches. Und ja, schade, dass es jetzt mittlerweile, ja, seit diesem Film bis zum heutigen Tag sind es 3 Jahre, hat es nicht so wirklich
etwas davon in diese Richtung gegeben, wo ich sagen könnte, grenzgenialer Actionfilm. Schade, aber vielleicht kommt wieder mal was. Das würde mich freuen und in diesem Sinne, ja, möchte ich mich bedanken fürs Einschalten. Wir sind uns ganz sicher, bis zum nächsten Mal. Hier oben seht ihr den Abonnier-Button, da verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Wie gesagt, jeden Montag und Donnerstag ein neues Video und hier unten seht ihr ein vorgeschlagenes Video, in dem Fall meine letzte Review und das war Jeepers Creepers 3. Schaut es euch an, macht sicher Spaß und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. Tschüssi, baba.